Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Ich habe heute weitere 5 Booster zu Lego Ninjago der Serie 8. Ja, Mann, ihr hört richtig, Serie 8 Crystallized. Oder wie spricht man das denn eigentlich richtig aus? Crystallized, ja, also kristallisiert. Und hier sind sie, 5 Booster nochmal für euch. Die werde ich jetzt gemeinsam mit euch öffnen. Mein ersten Video, da habe ich ja schon richtig, richtig krasse Puls drin. Wie gesagt, die Packs kosten leider 1,50 Euro jetzt. Das heißt, sie haben einen 50 Cent aufgeschlagen und haben eine Karte mehr reingemacht. Das heißt, wir haben 6 Karten drin. Somit klar 1,50, eine Karte mehr. Wenn ihr rechnen könnt und schlau seid in der Mathematik, dann wisst ihr, dass eine Karte 20 Cent kostet und somit haben sie einen Aufpreis von 30 Cent gemacht. Weil bei 6 Karten je 20 Cent müssten sie eigentlich 1,20 verlangen, aber sie verlangen 1,50. Somit ist die Differenz 30. Also 30 Cent mehr kostet es. Das ist der Preisaufstieg. Okay, wir öffnen aber jetzt erstmal Booster 1. Lasst schon mal ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Wir haben bald die 1000 Abonnenten übrigens erreicht. Dank euch. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank. Nur mit eurer Watchtime, dass ihr die Videos anguckt bis zum Ende. Nur damit komme ich weiter und kann euch noch mehr, noch bessere und noch schönere Openings bieten. Aber jetzt genug geschwafelt. Wir wollen zum ersten Karte kommen. Und die erste Karte ist Himmelstrainer. Dann haben wir hier einen wunderschönen Mech. Müsste der J-Mech sein. Gefolgt von Power-Boa-Jäger. Und den Kartentrick haben wir jetzt auch drauf. Wir wissen, dass die vorderste Frontkarte die beste ist. Power Legacy Kai. Das ist auch schön. Warum? Oh mein Gott, warum kommt jetzt eine Spezialkarte? Das heißt, Leute, wir haben dahinter, wenn ich mich nicht täusche, eine Platin-Karte. Ey, Leute, ihr macht mich schwach. Megapython. Oh mein Gott. Okay, wir gucken uns erstmal die Megapython an. Oh, ich fange schon an zu zittern. Merkt ihr das? Hinter dieser Karte muss was Großes stecken, weil sonst kommt da einfach keine gute Karte als vorletzte. Megapython haben wir hier. Oh mein Gott, ich traue mich gar nicht umzudrehen. Seid ihr ready? Das muss eine Platin sein. Let's go. Oh meine Fresse, es ist keine Platin, aber das ist eine Ultra-Python. What the heck, das ist auch eine Special Card. Aber eine ganz andere Version von der Special Card. Guck mal. Oh, Leute, ist leider keine Platin gewesen, aber so könnte auch sein, dass eine Platin dahinter steckt, wenn genau die Variante kommt. Als vorletztes so eine. Und dann kommt was ganz Besonderes. Und die Ultra-Python, die ist was ganz Besonderes. Wow. Wow. Boah, Leute. So geil. Also so schön. So schön. Okay, auf zum nächsten Booster. Also denkt dran, wenn die vorletzte schon eine Glitzerkarte ist, dann ist die letzte auf jeden Fall ein Mega-Hit. Und glaubt mir, die Python ist ein Mega-Hit. Wow. Okay, hier haben wir ein Booster-Element. Das ist Kai. Oh, was ist denn das? Neon goldener Kai und Zane. Ich bin verblüfft von dem Set. Das sind ja richtig tolle Farbkombinationen. Das kann man ja fast mit Farbenschock vergleichen. Ein Seedrache. Dann haben wir Team Power Legacy Cole, Zane und Lloyd. Wow, lila. Einfach mal lila. Das ist bestimmt meine Tochter, ihr Lieblingsninja. Das ist nämlich das müsste ein Mädchen sein, wenn ich mich nicht täusche, lila. Aber heutzutage weiß man ja nie. So, dann haben wir hier noch eine Spielanleitung und wir haben die letzte Karte. Mega Samurai, Mega Action Samurai X. Wer ist das? Ist das ein neuer Widersacher? Und die ist wunderschön. Oh, ich verliebe mich gerade in die Serie 8. Eine Karte ist besser wie die andere. Aber die da hier hat eine L. Schaut mal, jetzt muss ich nochmal zurückgehen zu dieser Platin. Das ist auch eine Platin-Karte.
Erstmal 112. Okay, die Nummer 112. Da müsste man dann das Set mal gucken, aber das ist dann doch keine Platin-Karte. Und hier haben wir eine Anleitung von dem Spiel. Da gucken wir auch mal kurz rein, ob es da irgendwelche Besonderheiten gibt. So. Ihr könnt ja dann pausieren und das lesen. Die Qualität ist ja ziemlich gut. Wenn euch da irgendwas im Detail interessiert, einfach pausieren. Meine Qualität ist also fürs Lesen perfekt. 1080p, 60 fps. Okay, das war jetzt auf jeden Fall die Anleitung. Die haben wir jetzt einmalig, die brauchen wir dann nicht mehr in Zukunft. So, Booster Nummer 3. So, Booster Nummer 3. Da haben wir nochmal den Kai als Poster-Element. Oha, Neon Asphera. Ah, die sieht ja toll aus. Die Neon Asphera. Dann haben wir hier nochmal einen goldenen Drachen. Das müsste der vierköpfige Drache sein. Und was ich gemerkt habe, der vierköpfige Drache hat an jedem Mund ein anderes Element. Der eine hat Feuer, der eine Eis, Wasser und so weiter. Habe ich doch richtig gesehen, ne? Oh, ihr Befehlserhaber. Das sieht aus wie bei Star Wars. So, dann haben wir Power Sky Lord. Auch eine schöne Karte. Und, oh, jetzt haben wir, hä? Wir haben hier wieder eine besondere Karte als vorletzte. Nämlich den goldenen Cole auch noch. Wie stark sieht der aus? Oh, Leute, bitte Platin. Oder eine schwarz-goldene. Okay, Ultra Kristallkönig Overlord. Oh, das Grün ist glitzert ja wunderschön. Der hat die Nummer 82. Oh, guckt euch mal das schöne glitzernde Grün an. Das gefällt mir. Gelb und Grün zusammen in Kombi. Wunderschön, wunderschön. Und den, aber da unten, goldener Cole. Ach, mein Gott, ich liebe das Set. Oh mein Gott, ich wüsste hier meine, ich tue erst hier mal meine Cam. So, die machen wir jetzt mal hier hin. So, und jetzt haben wir noch zwei Booster und die öffnen wir jetzt. Also, ich bin sehr zufrieden mit dem Puls und auch mit dem ganzen Design. Lego Ninjago Trading Cards entwickelt sich meiner Meinung nach in eine wirklich positive Richtung. Und wir kommen jetzt zum nächsten Booster. Schön. Team Neon, Python, Totenkopf, Magier und Asphera. Coles Drachenflitzer, ja, den haben wir schon gesehen. Der ist auch schön. Schlafen bei der Arbeit. Familienbild, oh, das Schönste, was es gibt. Oh, cute. Und jetzt haben wir zum Beispiel keine Spezialkarte, sondern eine normale, aber auch, wie ich finde, schöne Karte. Auch vom Artwork her. Duo Twitchy, Tim und Zippy. Ah, Zippy ist auch ein lustiger Name. Hara. Action Crystallis, also kristallisierter Lloyd. Guck, das ist, oh mein Gott, der Lloyd ist so badass geworden. Der entwickelt sich genauso cool. Ist halt Gamadons Sohn, ne? Oh, ist das toll. Findet ihr die auch cool? Lasst einen Like da, wenn ihr das genauso seht. Mega, also der Action kristallisierte Lloyd ist echt krass. Wow. Und wisst ihr, was das Krasse an der ganzen Geschichte ist? Mein Sohn kriegt die ganzen Karten. Der freut sich bestimmt schon mega darauf, die Karten zu empfangen. So, was haben wir hier? Da ist noch ein Poster-Element. Dann haben wir in Verkleidung. Wir haben Vergeltungsstein. Grobian auch noch gleich. Ah, das sieht ja cool aus. Sieht aus wie Godzilla so ein bisschen. Gefällt mir die Böse. Also das als Bösewicht. Styletechnisch gefällt mir das. Duovania und Compi. Ach, da haben wir schon wieder eine Spezialkarte. Duo Crystallization, Totenkopfmagier und Automechaniker. Das passt natürlich zusammen. Totenkopfmagier und Automechaniker. Ja, da kann man kombinieren. Das ist gut. Und jetzt
Die letzte Karte für heute Abend. Wird sie eine Platin-Karte sein? Fragezeichen. Was denkt ihr? Punkt. Schreibt es mal in den Kommentaren. Doppelpunkt. Und wir drehen die Karte. Oh, what the heck? Ultra Golddrache Kai. Die ist ja die Nummer 11 auch noch im Set. Und die sieht ja, guckt euch mal den seinen Helm an. Die ist richtig stark. Richtig, richtig stark. Wow, liebe Leute. Ich muss leider schon sagen, das war's schon bei dem Opening. Wir haben alle 5 Booster aufgemacht. Aber was für ein Pull. Was für ein Pull. Wir haben 3 von diesen silbernen Karten bekommen. 3 Stück. Mega. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Vielen Dank fürs Einschalten und ich freue mich schon auf die nächsten. Als nächstes werde ich für euch ein Blister aufmachen. Das werde ich besorgen. Ein schönes Blister. Ja. Also, in dem Sinne, bis bald und bleibt gesund.